Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von uns beiden. Mein Name ist Bottom Reaper. Yes, hat zu Recht. Und das ist so ein kleines Video, wo wir euch einfach mal frohe Ostern wünschen wollen oder möchten. Denn ja, wir haben Ostern. Was feiert man Frohe Ostern? Ostern! Was feiert man da? Feiert man da? Keine Ahnung. Ich glaube, der Lichtkönig ist gestorben. Ach so, was hat das mit Ostereiern zu tun? Nee, das darf ich dir nicht erzählen. Oh, Mann, ey, da versucht man Mach sich in die. mal extra, komm, da kommt dazu Talk. Also, da versucht man sich in die deutsche Leitkultur zu integrieren, und es wird einem einfach nicht geholfen. Das ist ja nicht die deutsche Leitkultur, sondern die christliche. Aber ist ja jetzt Ach auch so, egal. ich dachte, ich sollte mich anstatt zu integrieren vielleicht mal eine Ableitung machen. Nee, du musst zum Verstehst Arbeitsamt du? dann gehen. Ach so, okay, gut. Ja, doch, Okay. das habe ich ja auch verstanden. Ja. Sehr Okay. witzig. Ich weiß. Integrieren, ableiten, aufnehmen. Ja. Ich gebe mir Ja, Mühe. wir gehen am Thema vorbei. Wirklich, das passiert so Frohe, selten bei uns also beiden. frohe Ostern nochmal, ja, schöne Feiertage. Es kommen natürlich von uns nicht gerade viele Videos, weil wir auch frei haben, ja, Feiertage frei und so. Also Ich habe keine da Feiertage. arbeiten wir auch nicht hart und machen super anstrengende Videos. Ja, also dieses Record drücken ist ein bisschen too much für uns. Und ja, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin auch gar nicht am Zocken, ich bin am tatsächlich lernen und am Bachelorarbeit werkeln. Nein, was wir außerdem noch machen wollen, außer euch frohe Ostern zu wünschen, ist so ein bisschen Dankeschön zu sagen für die 20.000 Abonnenten, denn hey, wir haben mehr als 20.000 Abonnenten. Wuhey! Yay, Da steht Party! eine 2 vor. Hey! Ja, wir haben uns sehr, sehr gut mit Koks und vielen Nutten amüsiert. Ne? Ja, so ein Mikrogramm und irgendeine. Ich glaube, die war eh taubstumm, aber. Für mehr hat's nicht gereicht. Genau. Aber hey, immerhin. Genau, aber immerhin. Also, wir haben uns zum Vorbild den Wolf of Wall Street genommen. Hat dann nicht ganz so geklappt, aber jeder hat mal klein angefangen. Naja, ich habe mir so eine Pennymünze auf den Körper geklebt. Ja, ich hatte ja damals versprochen, dass ich bei 20.000 Abonnenten ein Getarcover mache. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen werde. Ich hatte eigentlich vor, das To Zanacant zu spielen, also das Lied oder die Melodie To Zanacant auf Akustikgitarre. Problem ist, die hört sich auf meiner reinen Akustik nicht so toll an, weil es ist eine Akustik für 150 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr damit leben könnt und ob dann nicht alle flamen, aber mein Gott, ich schaue mal, was ich machen kann. Ansonsten, ja, ansonsten kommen weitere Guitar-Cover bei mir auf den Bottom Reaper-Kanal, falls ich jemals wieder eins machen werde. Wobei ich habe mehrere schon fast fertig, aber ist egal. Naja, ich schweife Ja, nicht ab. ist egal. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, was kommt in den nächsten Wochen? Denn ihr wisst alle, mein Herz brennt einfach darauf, endlich meine Zähne in Dark Souls 2 schlagen zu können. Bin vielleicht nicht ganz so intelligent, weil das Spiel hart ist wie Granit und ich werde mir vielleicht ein paar ausbeißen, aber hey, ich bin immerhin krankenversichert. Mehr oder weniger. Also, Zahnersatz Ja. müsste drin sein. Ja, aber wie gesagt, von mir kommt eigentlich in den nächsten Wochen nur noch Dark Souls 2. Ich werde versuchen, dazu so viel zu machen, wie es geht. Einfach jeden Tag 40 Trilliarden Videos. Außer es kommt nicht gut an. Scheiß drauf, es muss gut ankommen. Mit den Worten von Steve Jobs, die Leute wissen nicht, die Leute wissen nicht, was sie wollen, bevor ich ihnen nicht sage, was sie wollen. So rum. Das heißt, das ist einfach auch mein Okay. Dark Souls 2. Ja. Ich werde mein Let's Play durchziehen. Das heißt, die Dota-Videos, die hoffentlich rauskommen, werden ohne meine Teilnahme passieren. Ja, also die werden dann auf jeden Fall wieder deutlich gehobeneres Niveau stattfinden, weil ich die dann halt only mache. Also, was? Ja. Ich glaube. Ja, erzähl ruhig weiter. Also du machst Dark Souls. Ja, Dota kommt von mir. Genau, Du genau. machst nur Dark Souls. Ja, ansonsten, ich habe ja Elder Scrolls Online mir gekauft. Ja, habe ich. Doch, getan. Dazu mache ich bestimmt auch Ja. nochmal Videos. Nochmal so ein Resümee. Also im Moment ist es halt wie Elder Scrolls Offline. Und es ist auch, also, ich bin ganz schön angepisst eigentlich, weil die Server fast immer nur down sind. Ja, die Mega-Server sind mega down, ja. Und mega lange Wartezeiten. Das nervt halt ein bisschen. Ansonsten ist das Spiel sehr gut und ich werde da ein paar Videos, denke ich mal, zu machen, wenn es Ja, das interessiert. Ist Spiel ja ist sehr schon ein gut, großes falls es MMO. mal klappt oder was. Ja, also die 5 Minuten, die man aber spielt, die sind echt geil, Also ey, du bist über die wirklich. Charakterstellung drüber gekommen, oder? Ja, amazing, sage ich dir, amazing, ey. Awesome.
Ja, gut, also das wird kommt so dann kommen. Zum ersten Mal eine Review was? Von Azurech und nicht von mir. Ich habe schon mal, glaube ich, eine Review Nein, gemacht. Nein, du hast noch also. Nie eine Review gemacht. Nee, ich glaube, eine Review werde ich nicht machen. Na weil komm, mit das den ist Wertungen bei einem am Ende. MMORPG ein bisschen zu viel. Ich müsste dich da komplett stoppen. Du kannst ja genauso eine Review machen, wie ich bei Broforce und einfach Random-Wertung geben. Ja, sehr gut. Ja, schauen wir einfach mal. Also auf jeden Fall dazu wird man dann kommen. Ansonsten zu Dota, zu vielleicht nochmal League of Legends, zu, ja. Keine Ahnung, ob irgendein tolles Spiel rauskommt. Du steigst auch echt ab. Du bist auf so einer auf eine Spirale gehen Boden. Du fängst an jetzt wieder mit LOL, du fängst vielleicht, an vielleicht, mit vielleicht mache ich Scrolls. Auch ein Video Gott. Zu Dark Souls 2, weil ich kaufe es mir auch. Das wäre cool, weißt du, was super wäre im Vergleich. Da könnte man so die Kontraste, weißt du, so ein Vergleichs-Let's Play. Ja, das meine ich ja. Nein, schau. Deine ersten 30 mean? Minuten, genau. Deine ersten 30 Minuten, meine ersten 30 Minuten. Mal schauen, wie weit jeder kommt. Das wäre eigentlich echt geil. Das wäre lustig. Komm, das mache ich mal, so eine Compilation. Ja, schreib mal auf. Ja. Ich schreibe mir das mit dem magischen Stift auf. Ja. Ich will nicht wissen, was der magische Stift ist, aber gut. Das ist ein Bleistift mit diesem Mien, weißt du, diese 07. Ja. 7. Ja, andere Leute lachen jetzt. Ja? Unter 14. Ich glaube, die meisten schlagen sich gerade mit der Hand vor den Kopf und denken, nur das habe ich abonniert. Und das, dieses etwas habe ich abonniert. Ich glaube, unsere Abonnentenzahlen purzen schneller nach unten als. Was purzen schneller nach unten? Als die Gewichte deiner Mutter, denn die steilen purzeln niemals. Aber das geht jetzt alles auch nicht. Das war Fail. Das war. Ja. Also die purzeln schneller als das Niveau von diesem Video. Ich glaube, damit kann man das erwähnen. Ja. Okay, frohe Ostern! Und also. Ich kann mich nicht mehr hinkriegen. Also, ich glaube, das reicht auch mit Content. Ja, ich glaube, wir haben auch den letzten Fan verloren. Ja, ansonsten wird das hier zu lächerlich. Und es kann noch lächerlicher werden, ernsthaft. Ja. Komm, wir sind schon an der Spitze. Ruhe. ihr frohe Ostern. Ihr wisst, dass wir Ostern jetzt haben. Ihr wisst, was für Content kommt. Und ja, ihr könnt was in die Kommentare schreiben, ob hier zum Beispiel die Idee mit Dark Souls gut war oder so. Ansonsten würde ich, denke ich mal, sagen, dass das passt so. Und ja, von mir aus, ich sage schon mal ciao. Ich auch. Auf Wiedersehen, Leute. Ciao.